Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team. Ich hoffe mal, wir schaffen jetzt endlich noch einen Sieg, damit wir Gold 2 uns sichern können. Letztes Spiel ziemlich unglücklich verloren, aber okay. Das passiert. Und wieder so ein Spieler, der unbedingt zu Hause spielen will. Ich finde es echt blöd, dass das möglich ist, dass man sich's immer aussuchen kann. Ich kann es nachvollziehen wegen den Stadien, aber trotzdem. Geil wäre, wenn halt wirklich mal so eine Gruppe, auch ein 91er, das ist noch ein Leihspieler, aber trotzdem krasses Team. Wenn mal so eine Gruppe von Spielern, die nur zu Hause spielen würden, wenn die immer wieder gegeneinander treffen würden, sodass die immer sich gegenseitig abbrechen, das hätten sie so verdient. Weil keiner von denen auswärts spielen möchte. Das ist trotzdem so ein Scheißstadion, wo es so grell ist. Kann ich auch nicht leiden. Ich hatte deswegen dieses grüne Trikot, da wird es noch ein bisschen beschissen, glaube ich. Ein paar Meter mit Schmelzer, würde ich sagen. So sein, dass das kein Foul war. Schade. Und oh! Ich dachte, den kriegt der Torhüter nicht mehr. Dass er den sogar festhält, krass. Auch jemand, der gern hin und her rennt, wie es aussieht. Was macht denn Jarmolenko? Wo stellt denn der sich hin? Alter, habt ihr den Reflex gesehen? Krass. Also, er müsste lange, lange führen, aber egal. Krasser Reflex von Maurice. Alter, Schuss von Grüße. Nicht dahin. Oh. Habt
nicht, wenn wir einfach noch mal zum Schiri guckte, von wegen, war das kein Foul? Ziemlich anfällig für Grätschen, habe ich das Gefühl. Schade, schwacher Schuss. Echt gar nicht zum Ball besetzt. Also, wir müssen einfach mal ein Tor schießen. Nicht, dass er sich irgendwann im Spiel anders überlegt und plötzlich gut spielt. Ach, ich wollte gerade sagen, wir haben noch nicht so beschissen aufgezogen. Ich wollte gerade sagen, ey, krass. Wieder keinen Bums dahinter bekommen. Das zweite Mal schon. Ach, er wollte irgendwie mal einen Abschluss haben, wie es aussieht. Nein, nicht auf Reparieren, auf Schmelzer, verdammt nochmal. Werner, was machst denn du? Der Schuss vorne macht und du Scheiße, jetzt lässt den Ball durch. Fuck, wir müssen doch. Oh, wir hätten schon lange ein Tor schießen müssen. Egal, wir machen es jetzt. Dieser krasse Reflex. Nice luck. Das war dumm von mir, wer weiß drum gewesen.
Jamalenko mit dem schwachen Rechten. Zwei Sterne, aber da war ja auch nicht schwer. Und er macht den passenden Jubel für diesen Gegner, wie ich finde. Geil, Jamalenko macht Spaß. Ich hoffe, er spielt dich weiter so. Ich will ihn unbedingt behalten. Vor allem als Once to Watch in your face. Ich brauche mir ja nicht nochmal kaufen, wenn er eine nächste Info bekommt. Und der steigt im Preis. Ein bisschen lucky, aber insgesamt verdient es 1-0. Das heißt, ein bisschen lucky, komplett lucky, aber insgesamt ist es verdient. Mertens und Costa da eingewechselt, okay. Scheiße. So dumm. Danke für die gute Parade, aber Loris hat ja auch schon einige krasse rausgehauen. Es ist nur fair, dass unser Tori das auch mal macht. Direkt passen müssen. Klick. 2-0 wäre geil. Brauchen ein bisschen Ruhe. Ribéry, Kopfball, nice. Scheiß Pass von Werner. Danke. Haben ja gerade bloß Elyounoussi zur Verfügung. Da Alessandrini leider verletzt ist. Jetzt gleich hier auch auf Zeitspiel gehen. Scheiße, wir waren durch. Ich hätte nur gerade ausgehen müssen, das habe ich aber nicht gerafft. Ach so, es war abseits, okay.
Elfmeter. Och, weh. Das war wieder mal. Ey, jetzt darf er echt kein Tor schießen, weil es war ein Elfmeter, der wieder mal nicht gegeben wird. So unverdient, so unglaublich unverdient. Wie gesagt, es war ein ganz klarer Elfmeter, der nicht gegeben wird. Dann weiß ich nicht, warum da mein Torhüter nicht rauskommt. Ich hätte das so easy haben können. Egal, wer gewinnt, das Spiel ist trotzdem noch. Hätten halt auch schon mehr als zwei Tore schießen müssen. Haben halt nur eins geschafft. So ein Lacker, ey. Egal, wir gewinnen jetzt. Es war einfach nur auf Klären gedrückt, ich dachte, er macht's mit dem Fuß. Wie einfach nur zurückrennen, sehr geil. Krass rausgespitzelt von hinten. Versuche mich einfach nur noch zu konzentrieren.
Scheiß Loris, ey. Der alleine hält hier den Gegner im Spiel. Schon die ganze Zeit. Unglaublicher Lacker. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Einfach nur ein Lacker. Unglaublich. Unglaublich. So, also das würde ich sagen, ist die unverdienteste Niederlage in der Weekend League. Und das gibt's gar nicht. Krass. Hier haben wir den Ball schon, aber der Ball wird dann halt wieder in den Lauf gelegt. Dann aus einer total beschissenen Position schießt er dann hier das Tor. So ein beschissener Lapper, ey. Fuck. Oh, kotzt mich das an, ey. Egal, nächstes Spiel. Bin ich auch schon wieder nicht mehr motiviert, irgendwie weiterzuspielen, muss ich zugeben. Wir müssen jetzt noch 3 Spiele gewinnen aus 4, wenn wir Gold 1 schaffen wollen würden. Aber erstmal müssen wir ein Spiel schaffen, um überhaupt Gold 2 zu werden. Das ist nochmal so knapp, das hätte ich nicht gedacht. Aber man verliert halt einfach jetzt mal jedes Spiel. Nice. Scheiß Mertens, ey. Och, alleine schon diese nicht gegebene Elfmeter und dann im Gegenzug dazu dieser scheiß Konter, wo der Gegner den Ausgleich schießt. In der 84. oder was das war, oder 86. Dann in der 120. letzte Aktion der beschissene Führungstreffer, wo vorher Loris wieder die Überparade rausholt und Kruse eigentlich zum Held werden kann. Wieder krasses Team vom Gegner natürlich, er wird auch gut spielen bestimmt. Oh. Ich will jetzt noch Gold 1 werden. Wenn ich kein Gold 1 werde, ist eine scheiß Weekend League. So sage ich es einfach. Lege ich jetzt fest. Weil es lief jetzt so scheiße die letzten Spiele. Ich will jetzt Gold 1 werden. Also 3 Spiele aus den letzten 4 gewinnen, das wird's kacke. Und das ist eine scheiß Weekend League. Null. Ich denke, ein besserer Torhüter ist das ein, was ist das für ein Torhüter? Aber es sah irgendwie nicht so aus, wenn er unhaltbar gewesen wäre, wenn ich ehrlich bin. Einen besseren Tag hat er den vielleicht. Wenn er da fällt, ist ein Elfmeter. Die Scheiße funktioniert halt so gut wie nie. Natürlich klappt sie in dem Fall. Nice luck.
Könnte man wieder über den Elfmeter reden. Alles klar, jetzt funktioniert also alles bei ihm. Natürlich kein Foul. Eins brauchen wir immer noch. Komm jetzt, positiv denken, Idiot! Come on! Komm schon! Meine Fresse, gewinn das Spiel, dann brauchen wir noch zwei Siege aus dreien. Come on! Wir brauchen nur ein Tor. Komm schon. Wann glauben? War doch nix. Oh, fuck. Hat's leider gut gespielt. Oh, jetzt macht das jetzt auf Zeit oder was? Ich habe schon lange auf Passen gedrückt.
Das war ja toll. Oh, was für ein Scheißlacker, ey. Das geht mir auf den Sack. Ja, nimm dir eine Stunde Zeit für deine Behindertenjubel. Er führt natürlich verdient, brauchen wir nicht drüber reden. Auch wenn es in der Höhe nicht verdient ist. Aber das ist selten der Fall. Natürlich spielt er einen falschen an, ist klar, warum auch den richtigen. Wie hat einfach alles funktioniert bei ihm, was sonst? Okay, wir müssen halt die nächsten drei Spiele in Folge gewinnen. Kriegen wir schon hin. Haben wir, glaube ich, auch letzte Woche geschafft.
Was für ein Aggro-Schwein, krass. Bis zum nächsten Mal.